26.300. Die Arbeitslosenquote verringerte sich entsprechend um 0,1 auf 8,1%. Der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Günther Schröder, wird auf dem nächsten GdP-Kongress in einer Woche nicht mehr für dieses Amt kandidieren. Er war in den eigenen Reihen wegen seines Verhaltens auf dem Kongress der IG Metall in Hamburg kritisiert worden. Da hatte er die Verhaftung des Gewerkschaftsmanagers Lappers mit der Verfolgung der Gewerkschaften im Dritten Reich in Verbindung gebracht. Als Nachfolger Schröders nominierte der Bundesvorstand der GdP den stellvertretenden Vorsitzenden Lutz. Und hier eine Meldung vom Fußball. Bayer Leverkusen ist aus dem UEFA Cup ausgeschieden. Gegner Dukla Prag reichte ein 1:1 in Leverkusen zum Einzug in die nächste Runde. Die Wetteraussichten. Im Norden und Westen Eintrübung und nachfolgend Regen. Im Süden teils heiter bis wolkig, teils neblig trüb. Temperaturen zwischen 4 und 10 Grad. Soweit, verehrte Zuschauer, die Meldungen der Heute-Redaktion. Wir wünschen eine gute Nacht. Zum Programmschluss die Nationalhymne.